Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen heute von der Firma Rezek. Wir haben heute hier einen Porsche. Panamera und 970. Genau, am besten ich gebe direkt das Mikrofon weiter. Ja, genau. Und wir haben das Problem, dass wir mehrere Komfortschaltungen nicht funktionieren. Die eine ist, dass wir das Fernlicht nicht funktionsfähig haben, dass der Tempomat geht hin und wieder mal weg mit dem Radar in der Verbindung. Und was dann noch ist, das Fernlicht funktioniert nicht. Also es sind einige Funktionen, die das BCM hier nicht, sage ich es mal, irgendwo eben realisiert. Und ich hoffe, dass wir hier Abhilfe schaffen, indem wir dann mit dem neuen Steuergerät, das ist auch eine Innovation, dass es hier neu ist, ein nagelneues Steuergerät von Porsche eingebaut wird, was hier jetzt dann geklont wird, falls es dann irgendwo funktioniert. Genau, der Kunde hat das schon sehr gut erklärt. Ich brauche gleich, glaube ich, nichts mehr ergänzen. Wir zeigen euch jetzt einmal, wo das BCM-Steuergerät liegt. Wir werden das einmal abbauen und dementsprechend werden wir dann die Daten von dem originalen Gerät in das neue übertragen. Und dann sollte das neue Gerät zum einen die Wegversperre des alten haben, das heißt letzten Endes das Auto geht damit an, und die Komfortfunktionen, die defekt sind, die jetzt aktuell nicht angesteuert werden, sollten danach auch wieder funktionieren. Also der Wasserschaden ist eigentlich entstanden grundsätzlich. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem bei dem Panamera durch den Heckspoiler. Und in dem Heckspoiler, wenn da die Abläufe nicht immer gereinigt und sauber gehalten werden, ich mache das jetzt mal gerade mal auf, dann sind hier unten an dem Heck irgendwo Auslässe vom Wasser, die immer wieder gereinigt werden müssen. Und dann läuft dann am Ende hier das Wasser in den Innenraum rein und dann auch unten an dem Steuergerät. Und wenn das dann 1-2 Zentimeter dann da unten steht, dann können diese Funktionsstörungen am Ende irgendwo auch auftauchen. Und das ist einfach das BCM da unten, was einfach diese ganzen Komfortschaltungen da abarbeitet. Ne? Wie auch Heckspoiler, wie die Heckklappe und so weiter. Also das sind einige Funktionen, die damit zusammenhängend sind. Und jetzt rausziehen. Das sollten wir sowieso nicht. Dann kann man es nur. Ja, dann bauen wir das jetzt mal ein, nachdem wir dann irgendwo zweifellos alles hier richtig gemacht haben und dann auch alle Funktionen wiederkommen. Dann geht ja schon mal. Ja. Also zu geht schon mal. Ja, das macht er jetzt normalerweise nicht. Muss normalerweise angelernt werden, aber es geht direkt von vornherein. Also, das ist schon mal gut. Ich sehe schon das Lächeln im Gesicht. Schlüssel geht auch. Sehr gut. Gucken wir mal hier mit dem. Auto geht an. Auto geht an, genau. Ja.